Freitag, 10. Mai, nächster Vlog und ihr seid dabei. Guter Reim. Heute geht's ab, Freunde. Kein Bug. Und der Teak muss einfach jetzt mit dir so. Oh. Okay, ja. Noch mal ganz offiziell willkommen zum Vlog. Was ist der Grund des heutigen Vlogs? Dein Tattoo. Genau, mein Tattoo. Also heute wird noch die Wand hier ausgebaut, da kommen überall die gleichen Reactions wie dort. Das liegt hier unten schon alles, haben wir schon alles gekauft gehabt. Und das Zeugs hier kommt in den Lagerraum, weil damit ja wirklich nichts passiert, außer dass es jetzt hier rumliegt und oder wir darauf warten, dass wir es shooten können wieder. Oder hochladen können wieder, aber wir wollen auf jeden Fall die Sachen, die online sind, also in den blauen Tüten aufhängen und deshalb. Also im Prinzip haben wir die ganze Zeit gewartet darauf, dass wir für das ganze Zeug hier einen Lagerraum finden. Das ist jetzt endlich geschehen und das freut uns sehr. Und jetzt geht's ab ins IKEA, ab in die IKEA und... Dem IKEA. Und wir nehmen euch mit und danach vielleicht dann auch noch, wie wir alles aufhängen. Vielleicht wird es auch ein zweigeteilter Vlog. Müssen wir dann mal gucken, wie lang es wird. Was sagt ihr zum neuen Shindy-Lied? Ja oder nein? Leon sagt ja. Ich sag nein. Warum gehen wir in IKEA? Ganz kurze Erklärung. Wir brauchen mal wieder Boxen, wo wir die ganzen Klamotten einsortieren können, damit die nicht dreckig werden und so weiter und so fort und wir die gut sortieren können. Also im Prinzip kaufen wir jetzt 5 bis 10 Boxen und das war's. Freunde, angekommen. Mo findet es immer noch komisch, hier mit einer Kamera rumzulaufen, obwohl wir hier das 10. Mal fehlen. Das 3. Mal. Hast du deine Schuhe sauber? Ja. Dieser Moment, wenn man schon weiß, wo man hin muss, einfach nach unten, oder? Straight. Junge, der Typ ist am Durchrennen hier, Alter. Renn noch schneller. Hier kommen die Klamotten rein. Moritz hat das perfekte Dings gefunden. Ich glaube, es ist ein bisschen zu groß, oder? Wir passen. Was glaubst du, wie viele da rein kosten? Helly Handen, 3 Stück, die dicken Puffy Jackets. Da rein? Ja, safe. Nice, okay. Okay, der Klassiker, die Lammfell ist wieder am Start. Übrigens hat dir der Paul erzählt. Ich mache einen Screenshot rein. Er hat es mir aufgeschrieben. Ja, okay. Wir haben einen Freund, der wurde angeschrieben wieder wegen Lammfell. Reinstellen. So ein. Also zwei nebeneinander, das ist ja auch selber, oder? Ja. Ich hab keine Lust mehr. Habt ihr schon mal jemanden gesehen? Ich hab keinen Bock. Das könnten wir sein. So Freunde, der Struggle geht weiter und zwar muss das ganze Zeug hier irgendwo hier rein, da ist noch ein Skateboard, da vorne sind noch eure Pakete mit dabei und sowas, also mal sehen, wie wir das hinbekommen. Also ihr seht, bevor wir jetzt direkt geflamed werden, zu Recht, wollte ich noch mal ganz kurz erklären, warum wir jetzt so viel Plastikzeug kaufen. Und zwar hat es auch einen relativ guten Grund. Die Boxen müssen bei uns halt durchsichtig sein. Wir haben auch geschaut, ob es da irgendwelche Alternativen oder sonst was gibt, aber haben da nichts gefunden, was für uns passen würde. Weil im Prinzip war es für uns ganz wichtig, dass wir irgendeine Box haben, die man verschließen kann, damit da drin nicht sich zu viel Feuchtigkeit sammelt und kein Staub da reinkommt und so weiter, damit die Klamotten nicht schimmeln und dingen, Motten und so lauter Zeug. Und dann war es auch ziemlich wichtig, dass wir das Ganze durchsichtig gestalten, damit wir eben sehen, was in den Kisten enthalten ist. Und das hat einfach am besten gepasst, ganz ehrlich. Und ich meine, ihr müsst euch auch überlegen, wir werden diese Boxen jetzt bestimmt mal mindestens ein Jahr oder so benutzen. Deswegen denke ich mal, ihr seid damit in Ordnung. Weil eigentlich hat es uns auch ein bisschen wehgetan, sage ich mal.
nigga, I know what they want. Herbs under your dress, I know it's pervs. All on the. Don't you go up in a hurry.